Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Heute habe ich das Planner Setup für den Monat Februar für euch. Natürlich gibt es auch wieder ein spezielles Motto, das sage ich gleich genaueres dazu. Dieses Mal mit Tee, nicht mit Kaffee, dass man das nochmal erleben darf, hätte ich nicht gedacht. Aber mein Kaffeekonsum ist derzeit etwas übertrieben. So dass ich mir gedacht habe, ich habe heute schon zwei große Tassen gehabt. Dieses Mal ist es also Tee. Das ist dieser ägyptische Granatapfeltee von Mesmer, glaube ich. Ja, doch. Und der ist sehr, sehr gut. Ich habe ihn schon oft empfohlen. Ich empfehle nicht oft Tees, weil ich nie einen trinke. Aber der ist richtig gut. Genau. Womit starten wir? Starten wir mit dem A6 oder mit dem Weeks? Ich starte eigentlich immer mit dem, weil ich das lieber mag, aber heute mache ich es mal andersrum. Genau, meine Cover liebe ich nach wie vor. Ich mag auch das Setup sehr gerne, hat sich für mich so bewährt. Ihr wisst ja, der Januar, der stand ganz im Zeichen von Westernreiten und Benjo. Meinen ersten Benjo-Unterricht habe ich schon gehabt. Das Blöde ist, dass ich den nächsten erst Ende Februar habe, weil ich da auch ein bisschen zu spät mit der Buchung dran war. Das geht immer über so einen Online-Kalender und das kann man auch einen Monat im Vorhinein machen. Allerdings habe ich das nicht so schnell umgesetzt, einfach aus dem Grund, weil da noch so eine Baustelle war in Köln und letztes Mal stand ich 2 Stunden im Stau, obwohl ich eigentlich nur 20 Minuten dorthin brauche. Und dann habe ich zu dem Lehrer gesagt, solange diese Baustelle dort ist, kann ich leider keinen Unterricht bei dir nehmen. Und dann habe ich ein bisschen zu lange gewartet. Jetzt ist der Kalender schon voll bis Ende Februar. Und ich bin leider, was den Termin angeht, nicht ganz so flexibel. Von daher konnte ich das dann nicht umlegen, weil er hat auch noch einen freien Termin am Mittwoch immer. Das ist aber morgens und ich muss ja arbeiten. Das geht vielleicht für einen Studenten, aber für mich halt nicht. Und deswegen konnte ich da nicht ausweichen. Ich hätte ihm jetzt auch schreiben können, dass wir vielleicht noch einen Alternativtermin finden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das wollte ich ihm auch nicht antun, weil mein Terminkalender immer recht voll ist. Und das finde ich dann ehrlich gesagt auch unmöglich, wenn ich so zu ihm sage, hey, ich brauche einen neuen Termin, aber eigentlich habe ich nie Zeit. Also deswegen habe ich es jetzt gelassen und kann bis dahin aber viel üben und habe dann aber schon den März komplett gebucht und auch Anfang April, dass ich da so eine Regelmäßigkeit reinbekomme. Das ist jetzt auf jeden Fall alle 2 Wochen. Zum westernreitenden Update, da bin ich bisher noch nicht fündig geworden. Ich habe recherchiert, ich habe Leute angeschrieben, aber es ist bisher noch nicht ganz das dabei, was ich mir vorstelle. Von daher mal gucken. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, ob es klappt. Wenn nicht, will ich auch nichts erzwingen, aber es wäre halt sehr schön. Jetzt aber zum Februar. Da ist es ein bisschen anders und zwar möchte ich, dass der Februar ganz im Zeichen des Lesens und der Entspannung steht. Beides ist in den ganzen letzten Monaten, nicht nur im letzten, deutlich zu kurz gekommen, was auf jeden Fall auch mit meinem Buchprojekt zusammenhängt. Ich habe da ja auch ein Video dazu veröffentlicht, dass ich meinen ersten Roman geschrieben habe. Und ja, ich habe mir da auch ein bisschen zu viel zugemutet, was mein Arbeitspensum angeht. Und habe ich halt richtig gemerkt, dass ich davon schon erschöpft war. Ich bin jetzt natürlich auch stolz, aber ich kann das in der Form auch nicht empfehlen, wie ich das gemacht habe, glaube ich, weil ja, ich da ein bisschen über die Stränge geschlagen habe. Ich hatte dann auch weniger Zeit zum Lesen, beziehungsweise ich habe viel gelesen, aber halt mein eigenes Zeug. Und darüber hinaus hatte ich dann keine Lust mehr. Das möchte ich jetzt in diesem Monat wieder ändern. Und dann wird auch ein Büchervideo wieder kommen. Ich hoffe, das schaffe ich dann irgendwann im Februar, ansonsten dann im März. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, nutze ich mein verbleibendes Fotopapier. Das ist jetzt zwar ein bisschen Verschwendung, aber ich habe ja diesen Fotodrucker, den Canon Zoe Mini. Werde ich euch auch in der Infobox verlinken, weil ich den nach wie vor liebe. Da kann man dann diese Polaroid-Fotos ausdrucken. Und da hatte ich noch dieses Fotopapier mit den Kreisen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt oder ob das spiegelt. Moment, hier. Und dafür habe ich halt keine Verwendung. Das war bei dem Starter-Set dabei. Ich mag eigentlich lieber das, was ja hier eben alles komplett einnimmt, na, was ich dann so auch einkleben kann. Ist natürlich hier jetzt auch gerade schön, weil ja, dass da nur ein kleiner Bereich ist, den ich gut jetzt hier für die Gestaltung nutzen kann. Habe ich auch in Schwarz-Weiß gemacht und dieses Mal ist zweimal dasselbe Bild dabei, weil ich das ganz schön fand, so für die Entspannungskomponente. Und dann habe ich hier einmal noch was zum Lesen und hier einmal noch was zum Lesen.
Und das werde ich jetzt hier eben einkleben. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich wofür verwende. Hier habe ich noch 2 Kästchen vom vorherigen Monat und hier 3. Die werde ich dann natürlich auch entsprechend streichen, so gesehen, oder kann da was drüber kleben. Ja, was verwende ich wofür? Ich glaube, ich verwende das hier. So, genau, jetzt muss ich nur überlegen, wie rum. Ich glaube, ich mache es so. Genau, dann kommt das erstmal hier unten hin. Und was ich halt auf jeden Fall auch wieder verbessern muss, das habe ich auch öfter gesagt, ist der Punkt Schlaf. Da möchte ich jede Menge Schlaf nachholen, weil ich das bitter nötig habe. Deswegen, ja, ich muss sagen, der Januar war schon auch so ein Monat, da bin ich ein bisschen in den Seilen gehängt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, die Energie ist jetzt nicht mehr so da. So, muss ich jetzt ein bisschen was vom 5. dann auch zukleben, aber das ist nicht so schlimm, das geht. Und da ist es jetzt halt eben an der Zeit, das dann auch zu ändern. Und dann werde ich von diesen Line-Art-Stickern auch was verwenden. Da habe ich auch schon sehr, sehr viel genutzt, weil das ja eigentlich die einzigen Sticker sind, die ich noch verwende. Ich möchte ja, dass alles schön schwarz-weiß ist. Jetzt im Februar wird das alles ein bisschen entspannter. Nächstes Wochenende habe ich noch nicht so viel vor. Da gehe ich vielleicht noch auf ein Konzert. Das Wochenende drauf ist dann so ein Kunstmarkt. Da wollte ich mal vorbeischauen und abends vielleicht Karaoke singen. Aber es ist auch nicht schlecht, wenn ich wieder etwas sozialer werde, weil das war ich die letzten Monate auch nicht so sehr. Das habe ich ja auch schon angeteasert. Es ist nicht immer leicht, Leute, und hat nicht nur diese positiven Seiten. Also, ja. Ja, das gefällt mir gut, das ist schön. Und dann auch noch hier oben eine kleine Pflanze. Die mache ich hier so hin. So, sehr schön. Dann kommt hier unten auf jeden Fall auch noch ein Kreis hin. Das einmal da. Und hier oben habe ich diese 3 Tage. Kann ich dann auch einmal. Und schwupps. Gut, ich hatte mir auch überlegt, ob wir bald im Stars Hollow Book Club wieder eine Leserunde machen, aber vielleicht im Februar noch nicht, weil das ist ja auch so ein Punkt, da muss ich jetzt nicht direkt irgendwie das nächste planen, sondern mir wirklich dann mal diese Pause gönnen, auch vom Buchclub, und dann vielleicht im März wieder, aber vielleicht machen wir die Abstimmung schon im Februar, muss ich mal gucken. Also falls ihr im Stars Hollow Book Club mitlesen möchtet, dann schaut da auch gerne mal vorbei, beziehungsweise folgt mir auf Instagram bei diesem Kanal. Der ist auch immer unten in der Infobox verlinkt. Gut, dann kommt hier jetzt der Monat rein. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Zitat, was ich mit der Schreibmaschine hier schreibe. Und zwar werde ich dieses Mal ein Zitat von Virginia Woolf nehmen. Books are the mirrors of the soul. So, ich muss das eh reinigen, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil das ist ausgefüllt. Gehört mit dazu, aber da werde ich auch genaueres in dem Schreibmaschinenreinigen-Video dann erzählen. Und hier an dieser Stelle kommt dann eben das Bücherzitat rein, aber ich brauche dann noch für mein Weeksen-Zitat und da nutze ich eins so für Entspannung. Und zwar habe ich da auch ein passendes gefunden, nämlich Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer. Und ich finde, das ist richtig gut, weil manchmal findet man eben seine Antworten, indem man einfach sich diese Ruhe gönnt und nicht in Panik oder Hektik verfällt, weil das ist dann meistens nicht der richtige Weg. Von daher, man hat dann immer so das Gefühl, man muss was tun, ja, um eine Lösung zu finden. Aber das ist auch nicht immer so. Nicht immer. So, da könnt ihr das sehen, dass das E ausgefüllt ist. Und das liegt daran, dass die Typenhebel nicht richtig gereinigt sind. Da muss man ein bisschen mit dem Zahnstocher rein und
die Farbreste rausholen. Genau, das meinte ich damit. Übrigens, das kann ich an der Stelle erwähnen, werde ich aber auch gleich benutzen. Ich habe ja vor kurzem von diesen Kleberollern gesprochen, von Tesa, dass die jetzt leer sind. Und dann musste ich ja diesen Klebestift benutzen. Und einige von euch haben mir die Kleberoller von DM empfohlen. Und die habe ich jetzt dort auch geholt und bin sehr begeistert. Also vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, das haben zwei unterschiedliche Leute geschrieben, mindestens zwei. Und das war Gold wert, weil die sind echt gut und natürlich auch günstiger. Ich hatte dann nämlich mal anders mal ein No-Name-Produkt und das war gar nichts. Deswegen war ich da auch so ein bisschen skeptisch. Aber das war jetzt super. Drehen und online bestellen. Und da kann ich auch direkt was eintragen, weil das habt ihr ja schon gesehen. Nämlich mein eigenes Buch. Ich habe auch so schon ein bisschen was im Kopf, was Videos angeht für Februar. Aber da muss ich dann noch ein bisschen abwarten, weil ich noch nicht weiß, wann ich welches veröffentliche. Deswegen werde ich das so jetzt erstmal lassen. Genau, bis das trocknet, schneide ich jetzt auch noch hier das zweite Zitat aus. Das werde ich dann sowieso auch ein bisschen, muss ich dann schauen, wie ich das unterbringe, weil das ist ein bisschen länger. Und dann können wir hier hinten auch einmal das gestalten. Und da gehe ich ein Monsterblatt hin. Und dann noch hier ein kleineres Blatt. Schwupp. So hin. Genau. Und dann kann ich hier auf jeden Fall auch schon ein bisschen was eintragen. Nämlich bei YouTube eben das, was ich schon umgesetzt habe. Planner Setup. Die Buchneuerscheinungen. Und dann habe ich auch noch vor, dass ich euch zeige, was ich so an Utensilien mitnehme, wenn ich Journaling in einem Café oder in der Bücherei mache. Also das ist sozusagen Writing Box Special. Ich habe ja diese Holzbox von Galen Leather und die nehme ich eben auch mit, wenn ich außerhalb der eigenen vier Wände Journaling betreibe, Briefe schreibe, was auch immer. Und da wollte ich euch zeigen, was ich immer mitnehme. Ich habe mir da schon überlegt, ob ich vielleicht unterschiedliche Editionen mache und euch da immer gelegentlich, sage ich mal, mitnehme, wenn sowas dann ansteht. Ich habe auch noch ein paar mehr Pläne, aber das lasse ich jetzt erstmal so und dann mal gucken, was ich überhaupt in diesem Monat noch umsetzen kann. Da werde ich dann hier vielleicht auch noch mal so ein paar Ideen für die Zukunft dann festhalten. Das ist jetzt da erstmal so der Plan. Ich werde jetzt dann die Überschrift noch unterstreichen. Dann sind wir hier auch schon fertig. Das zu meinem Hobonichi A6. Mein großer Favorit nach wie vor. Und dann geht es weiter mit dem Weeks. Da habe ich schon super viel eingetragen. Boxen. Und was ich jetzt auch habe, ist Physiotherapie, weil ich richtige Schulterprobleme habe unter anderem. Und so ein paar andere Termine stehen da auch schon drin. Genau, Akupunktur, Osteopathie, das ist irgendwie relativ kurzfristig hintereinander, was nicht so ideal ist, aber gut, es ist, wie es ist. Und auch hier, jetzt muss ich da halt mal schauen, wie ich das am besten mache. Das werde ich auf jeden Fall auch auseinanderschneiden müssen. Was mich interessieren würde, ist auch, ob ihr im Januar auch so müde wart. Ich habe das irgendwie immer zum Jahreswechsel, dass ich mir den Januar auch recht frei halten muss. Und da im Idealfall keine großen Projekte oder sonst was habe. Ich meine, das kann man auch nicht immer 100% beeinflussen. Aber der Januar ist schon immer so, oh ja, ich muss erst im neuen Jahr ankommen. Ich bin noch nicht ganz da. Ich weiß nicht, würde mich interessieren, ob das bei euch auch so ist. Das habe ich aber jedes Jahr, also unabhängig von der Situation. Your mind will answer most questions if you learn to relax and wait for the answer. Das passt alles hier ganz gut hin. Das ist super. Auch Murphy träumt gerade. Der bellt schon wieder im Schlaf. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, weil ich habe ja hier ein Mikrofon. Das ist ein bisschen weit weg, aber es ist das Süßeste der Welt. Und sein Ohr liegt auch gerade so richtig umgeklappt. Oh nein, das ist so süß. So, jetzt kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ach ja, da habe ich oben das mit dem Buch und unten die Entspannung, dann mache ich es doch jetzt andersrum. Das mache ich so. Hoch. Und das hier kommt oben hin.
hier. Auch da werde ich das Ganze jetzt noch mal ein bisschen mit Pflanzen verschönern. Hier passt auch noch eine größere hin, nämlich die. Hier oben eher was Kleineres, dann nutze ich das. So. Hatte heute auch schon ein paar Arbeitstermine. Außerdem wollte ich heute Journaling betreiben. Lesen, Bad putzen, habe ich heute auch vor, und Banjo spielen. Die anderen Tage mache ich erst später. Der Habit Tracker. So, für diese Woche habe ich auf jeden Fall auch vor, weiter mit einer SGD-Prüfung zu machen, also für Tierpsychologie. Ich habe jetzt die 10. Prüfung beendet, also das heißt, ich habe nur noch 2 Prüfungen und dann bin ich fertig. Und das möchte ich jetzt auf gar keinen Fall schleifen lassen. Und dann mal gucken, wie es weitergeht, weil ich habe ja auch schon ein paar Pläne für die Zukunft dann auch, was mich sonst noch interessieren würde. Aber danach kommt dann erstmal etwas Pause, weil das war natürlich auch so ein Projekt, das die ganze Zeit mitgelaufen ist. Von daher ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn dann noch ein bisschen Ruhe einkehrt. Da nehmen wir jetzt hier oben einen Schmetterling. Und für unten ist Platz für ein größeres Blatt. So. Genau, viel mehr würde ich hier dann auch gar nicht machen. Vielleicht mache ich hier oben noch so einen kleinen Streifen. Das finde ich ganz schön. So. Es ist immer gut, finde ich, bei diesen Washi-Tapes, wenn man nicht so gerade arbeitet, weil dann sieht das manchmal ein Stück weit zu gewollt aus. Und dann könnte ich vielleicht hier unten auch noch mal gucken, wobei das klappt hier, glaube ich, nicht mehr so gut. Nee, das sieht nicht aus. Mal hier das neue Lesezeichen reinmachen. Ich liebe dieses Washi-Tape, weil das halt auch so schön durchsichtig ist. Und das sieht dann auch aus, als hätte man das ganz filigran mit Bleistift drauf gezeichnet. Ich glaube, das hatte ich irgendwann mal von einem Etsy-Shop bestellt, dieses Washi-Tape. Liebe ich sehr. Super. Und auch da kommt jetzt erstmal der Februar hin. Dann nehmen wir die, weil die passt auch gut zur Zeichnung oben. Der Februar hat 29 Tage dieses Jahr, ne? So, und da ist es genauso wie im Januar, also da kann ich es euch auch noch mal zeigen. Ich habe hier oben den Bereich mit Health. Denkbar ist hier zum Beispiel, dass man sowas wie Schlaf mit aufnimmt und dann einen Kringel macht, wenn man gut geschlafen hat. Wenn man nicht gut geschlafen hat, dann eben nicht. Das habe ich jetzt bei meiner Übersicht nicht, aber das ist nur mal ein Beispiel dafür, was man da reinschreiben kann. Und hier unten habe ich dann einen Graphen bezüglich meiner Stimmung. Da waren auch ziemliche Schwankungen im Januar drin. Also da kann man dann auch schauen, zum Beispiel jetzt glücklich ist dann das Beste, wütend ist vielleicht das Schlechteste und dann gibt es ja aber auch noch Nuancen dazwischen. Und das ist für mich, muss ich sagen, immer sehr, sehr gut, weil ich da dann einfach weiß, wie war der Monat? Ist das ganz gut gelaufen? Falls nein, warum hatte ich da solche Tiefpunkte und was kann ich ändern? Also es ist so was ganz Gutes für die Beobachtung und deswegen behalte ich das auf jeden Fall so bei, weil das hat 2023 auch super geklappt. Oh, was ich für heute auch noch aufnehmen kann, ist auf jeden Fall Yoga, weil, oder Yin-Yoga genauer gesagt, weil das werde ich heute auch machen. Da habe ich sowieso mir selbst gesagt, ich gelobe Besserung und dadurch, dass der Februar im Zeichen der Entspannung und Ruhe steht, passt das ja jetzt auch perfekt.
Und das war es auch für dieses Video, für mein Planner-Setup im Monat Februar. Falls ihr ein Motto für den Februar habt, schreibt das gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten zeige ich euch jetzt hier nochmal die Übersicht. Das ist meine Februarübersicht und ich mag es sehr, 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 sehr gerne. Es sieht echt hübsch aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.